Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival mit mir. Und mir. Hallo mir. Hi. So, wir sind letztes Mal hier auf diesem wundervollen Planeten gelandet. Auf Lea, glaube ich. Du bist vor mir ins Cockpit gestiegen, kann das sein? Ja. Weil ich kann nicht fliegen. Ja, du kannst fliegen. Ich weiß nicht warum. Ich auch ist nicht. Ist jetzt einfach so. Ja, dann flieg du und scan nach Zeug. Dann gucke ich halt zu. Trägheitsinfo machst du an auf I. Ah, okay. Resource. Ist auch mal nice, nur zuzugucken. Der Planet ist an sich, ist er echt hübsch. Das Ding ist, er ist nicht so wirklich überlebensfreundlich. Nee. Ich würde mal nebenher gucken, wir sind auf Lea. Was gibt's denn hier? Es gibt Promethium, es gibt Titan. Es gibt Eisen, es gibt Kupfer, es gibt Silizium, es gibt Kobalt, es gibt Neodym. Wow. Peace down. Die kleinen Drohnen, die halten Gott sei Dank nicht ganz so viel aus. Aber die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Damage rausgehauen, als wir gewohnt sind. Nein, sieht nicht so aus. Du hast Kupfer gefunden. Das ist nur Kupfer. Nee, das aber ist eine Plasmadrone. Die gerade durch den Boden gebackt ist. Das können wir uns sparen. Yep. Nee, ich hatte gerade geguckt, ob es hier Gold gibt, aber gibt's nicht. Das heißt, wenn wir Neodymium gefunden haben, lass mich mal die anderen Planeten noch angucken. Nebenher, solange du fliegst. Gibt es auf denen irgendwas? Das wollte ich nicht. Wie warm das man anzeigen? Aha. Infopan. Da. Hast du was? Neodymium Deposit. Nice. Okay. Und da ist wieder ein Yeti. Mach ihn weg. Okay, die Monde auf Kai haben auch kein Gold. Und Kai selber ist wohl ein Gasriese. Auf den kann man nämlich nicht landen. Mhm. Ja, auf Poeure gibt's Gold. Poeure? Ja, genau. Das sind 10 astronomische Einheiten dahin. Da könnten wir danach hinspringen. Note, multiple anti-aircraft turrets detected. Okay, da sollten wir nur hin, wenn wir sehr stark bewaffnet sind. Können wir sonst irgendwie ein Gold dran? Satium. Nee, nicht bei unserem System. Ich weiß nicht, ob wir nach Poeure wollen, wenn es da... Wieso zeigt mir jetzt wieder kein Gold an? Das ist interessant. Ja, dann gehen wir mal Minern. Minern. Ich
Mine jetzt mal direkt neben dir. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Es wird Zeit, dass wir irgendwann... Ah, Neodym-Erz. Ist die Frage, brauchen wir für das große Schiff eigentlich Gold? Nee. Nee? Für die Fluxcoil. Wir brauchen ja nur die Fluxcoils. Mhm. Für die brauchen wir kein Gold, oder wie? Nee. Gut. Sind ja hier nicht in Space Engineers, wo man für jeden Mist Gold braucht. Ja, wir brauchen dafür jeglichen anderen Kram. Ja. Aber wenn wir das Zeug nur hier kriegen, weil alles andere außer Gold kriegen wir bei uns im Grunde auf dem Mond und auf dem Planeten. Ja. Und dann brauchen wir eigentlich gar nicht so viel anderes Zeug mitnehmen. Weil eine Base hier bauen mit unserer aktuellen Ausstattung, nein. Nee. Das ist, da müssten wir deutlich besser ausgestattet sein. Inventory full. Ich kann noch. Den Crushed Stone können wir auch übrigens hier lassen, ne? Den brauchen wir nicht mitnehmen. Ja. Cannot pick up, inventory full. Dann mache ich den Crushed Stone mal Drop. Nehme das auf. ...242 Neodym-Erz haben wir schon. Ja. Da ist noch einiges da von der Ader. Mhm. Uns reicht theoretisch auch die eine im Moment, oder? Sollte, ja. Ist ja nicht so wie bei Gold, wo es auf dem ganzen Planeten nur eine einzige Ader mit drei Stück gab. Stimmt. Ey, so viel Unglück muss man auch erstmal haben. Ja. War es denn überhaupt Unglück? Oder Pech. Ja, oder Pech in dem Fall. Kann doch sein, dass das immer so ist. Oh, das wäre schon, wär schon ein bisschen assi. Weil das war ja echt nicht viel. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das immer so ist. Ja, stimmt. Das wäre eine gute Frage. Ja, dann müssen wir auf den anderen Planeten. Da müssen wir aber vorher gucken, dass wir das Schiff ordentlich panzern. Und dann sollten wir wahrscheinlich auch das restliche Carbon durch ordentliche Panzerung ersetzen. Und auf das Teil noch mehr Waffen draufpacken. Ja. Wenn da schon eine Bemerkung drin ist, dass man da mit den Planeten mit Vorsicht genießen soll. Das Schiff ist übrigens schon halb voll. Mit Neodymium. 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 Magnet. Ja. Magnet. Ich mach Magnet. Junge.
Habe ich noch Platz? Sounds. Ja, ich denke die ganze Zeit, uns, da kommt jetzt gleich was um die Ecke und haut uns aufs Maul. Ja. Neodymium, oh. Viel davon. Cannot pick up. Inventory full. Okay, ich bin voll. Lass mich 60% Ore left noch. Ja, also die Vorkommen hier, die sind etwas größer wie die. Die wir gewohnt sind. Ja. Also. Ja, wenn du dein Zeug reinwirfst, du wirst wahrscheinlich gar nicht alles reinwerfen können. Okay. Ja, hab schon alles. Ah, da ist das Schiff. Kannst du jetzt fliegen? Ja. Okay. War wahrscheinlich tatsächlich nur aufgrund der Reihenfolge, wie wir eingestiegen sind. So, wir sind voll, das heißt... Boost! Ja. Orbit. Okay. Heißt, ich halte jetzt kurz an. Oder sollen wir es versuchen, bei dem anderen Planeten mal vorbeigucken? Ja, wir sind voll, ne? Aber nachher, ja. Ja, dann fliegen wir jetzt zuerst nach Hause, laden ab. Ja. Ich würde jetzt gar nicht... Würde gerne nach Arim. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es, Arim Sektor. Entgegen der Sonne. Animation. Mega. Ja. Ui. Da ist unser Planet. Mhm. Jo, das heißt, wir fliegen jetzt hin, laden ab und dann... Nee, dann mache ich vorher nochmal wahrscheinlich nochmal zwei Gatlings vorne rein, dass wir vier haben. Weil die CPU-Grinse, das kann auch sein, ich habe vergessen, die einzuschalten. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Okay. Weil Sprit haben wir definitiv noch genug. Sauerstoff auffüllen könnte man kurz. Na doch, ein bisschen was verbraucht. Ja. Apropos Sauerstoff. Oh, 6 Kilometer. Hm.
Sehr nice. Hier alles so hell ist, obwohl wir gerade auf einem Schneeplaneten waren. Übel, das ist da krass. Ja. Hui. Hui. Schnell drehen ist anders. Voll beladen. Warte mal, zeigt er hier sogar an, was welchen Limit der ist, oder ist das? Nee, das ist Sauerstoff, ne? Die Warte mal. 52%. Das ist Sauerstoff, ja. Okay. Stromlimit ist die obere. Unsere dicke Kanone schießt. Auf die Spinnen wahrscheinlich wieder. Yep. Weißt du, unsere Base hat wohl Arachnophobie oder so. Ja, ich glaube irgendwie auch. Okay. Ich lade mal kurz um. Nightingale. Oh, dann Base. Hat man das? So, wir haben eine Menge Neodym. Also eine Menge, Menge. Eine Menge, Menge. Eine Menge, Menge. Player. Schuss mitnehmen. Ich wollte noch kurz nach Waffen gucken. Ne? Dafür habe ich übrigens schrecklich geparkt. Oh. Wir hätten schon alles. Wie meinst du? Für Fluxcalls hätten wir jetzt alles. Ja, das schon. Ich hätte vielleicht nur die Zeit sinnvoll genutzt und noch Gold besorgt, dass Ach wir so. Halt welches da haben. Jetzt müssen wir aber vorher unser Schiff. Während ich hier Schiff baue, oder wie? Meinst du? Das können wir auch machen. Da flieg ich kurz rüber. Okay. Your base is under attack. Ja, gut, dann nachher. Dann machen wir zuerst. Das jetzt. Ich denke, der Plan ist okay. Ja. Von wo kommen sie denn? Von Rocket Drone und eine Minigun Drone. Die Rocket Drone, die mag ich nicht. Oh, Winde schneller. Komm, beweg dich. Das Wetter ist ja auch echt mies für sowas.
Nice. Alles putt. Alles putt. Zwei Raketendrohnen und eine Minigun-Drohne. Raketen, Fuel Pack, Energy Matrix. Okay. Ich habe die Matrix gefunden. Rote oder blaue Pille? Ah, hast du beide schon leer geräumt? Alle drei habe ich schon leer geräumt. Ja, dann gehe ich wieder. Also gehen, wortwörtlich, weil ich bin erschöpft. So. Das heißt, ich schnapp mir jetzt kurz den großen Konstruktor und mach nochmal eine oder zwei Gatlings. Zwei, komm. Was soll der Geiz? Können wir nicht Minigun-Munition herstellen? Nein, Minigun-Munition können wir eben noch nicht herstellen. Ach genau, das wollte ich noch. Ich kann ja leveln. Minigun-Turret habe ich freigeschalten. Die Munition kann ich nicht freischalten, oder wie? Dann mache ich erstmal gepanzerte Cockpits. Was machen wir noch? Gibt es hier irgendwas Sinnvolles im Moment? Auto-Mining Devices. Das ist interessant. Schalte ich mal frei. Freigeschaltet ist ja mal. Was haben wir noch? Kann ich da irgendwas freischalten, was ich dringend brauche? Ja, fürs Hover-Gerät kann ich noch einiges freischalten. Genauso wie den großen Bohrer. Es gibt... Ich muss jetzt nur noch mal ein bisschen polarisieren. Es gibt Scanner. Ja. Es gibt Schilde. Ja. Es gibt Teleporter. Ja. Es gibt Warp Drive. Moment, es gibt Teleporter? Ja. Es gibt Pulse Laser. Das Spiel scheint mir sehr, sehr Star Trek-lastig inspiriert zu sein. So ein bisschen, ne? Klingt ja danach. Ja, tatsächlich, Teleporter. Kann ich in zwei Leveln freischalten. Schalte ich da noch Zeug frei? Okay. Okay. Kann ich jetzt Minigun-Munition herstellen? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich keine Minigun-Munition herstellen? Wie schalte ich das frei? Obwohl ich Minigun-Turrets schon habe. Ammo 15mm Bullet. Ach so, die Minigun-Turrets, die brauchen gar nicht die Minigun-Munition. Okay. What? Ja. Das,
Muss ich nicht verstehen, aber ich habe überlegt, ob ich auf unseren Ding noch zwei Türme drauf mache, auf unser Schiff. Hm. Ach, komm on. So. Oh, genau. Multitool wollte ich noch eins. Dass ich in der Lage bin, da auch ordentlich zu arbeiten. Den braucht halt im Moment auch niemand mehr. Haben wir noch ein Multitool? Nein. Da muss ich eins herstellen. Hab ich den hier kurz für. Multitool. Do it. Weil Multitool, Multicharges haben wir noch genug. Und die können wir ja mittlerweile auch herstellen. Easy. So, und dann brauchen wir auch noch am besten nochmal einen Ammo-Container. Und entsprechende Ammo. Hat. Ja. Braucht die nur... Oh, hauptsächlich Stahlplatten. Okay. Okay. Prima. Wo ist mein Multitool? Da. Multitool. So. Die Gatlings, die mache ich... Hier unter das Cockpit, hm? Retrieve. So. Stahlblöcke. Dann brauche ich jetzt brauche ich die Gatlings und das. Oh. Fast. Vielleicht haben wir durch Zufall jetzt vier frontale Gatlings an unserem Schiff. Oh, der andere Turtle war noch gar nicht fertig. Oh nein. Dass wir kein Eisen mehr haben. Hm? Kann es sein, dass wir kein Eisen mehr haben? Kein Eisen? Oh. Das scheint so. Ah. Okay, dann gehe ich gleich Eisen holen. Zum anderen muss ich die Minigun, die ich jetzt platziert habe, vermutlich nochmal demontieren, außer das geht, dass man da drunter dann Blöcke setzt. Weil man kann apparently ein Turret auf halbe Blöcke setzen. Hm. Wieder mal was gelernt. Oh, kann ich den... Ob ich den nochmal wegkrieg? Minigun Turret, ja, den kann ich wieder demontieren. Sehr gut. Okay, ich schnapp mir der Hovergerät und gehe Eisen holen. Bohr da in Eisen oder anhalten. Genau. Power. Binden. Wo waren Eisenvorkommen das nächste? Unten bei unseren. Nee, das hatte ich abgebaut komplett. Silicon, 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 Iron. Oh Gott, das ist weit weg.
Das nächste Eisenvorkommen ist echt weit weg. Schaffst du schon? Ich habe mir einen Waypoint platziert. 7 Kilometer. Ja. Ich kann ja mit dem Schiff hinfliegen. Wir brauchen jetzt demnächst eh sehr viel. Das ist richtig. Ich bin mit dem Hoverino unterwegs. Obwohl 7 Kilometer, das geht. Das klingt immer so viel, aber es geht eigentlich schneller als gedacht. Hui, noch 5 Kilometer, 5,5. Ist halt doch auf der anderen Seite des Planeten. Ja, voll gegen den Baum gefahren. Ja. Noch 4,5 Kilometer. Gott sei Dank kann ich mit dem Hovergerät gerade übers Wasser. Das ist ein Vorteil. Ja, das spart Zeit. Ja, das glaube ich. Noch 3 Kilometer. Und hier gewittert's. Beziehungsweise stürmt's. Fallout Time. Hier strahlt's. Hatten wir das Eisenvorkommen schon mal angedingst? Ich glaube nicht, ne? Das hatten wir bloß gefunden. Oh, Baum, lass mich los. Ne, 800, 700 Meter. Da kommt ein Berg. Darf ich nicht hin? Gottes Willen. Gott sei Dank muss bei mir niemand mitfahren, ey. Der wird seekrank. Oh, da ist eine Drohne. Gab Minigun-Munition und Capacitor Drive. So. Jetzt lass mich hier mal Iron Deposit.
Ich hänge fest. Ja, ich weiß wo. Ich mach weg. So. Hey. Okay, ich bin voll. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe bei mir... Da eine Menge, da eine Menge. Ja, ich habe wieder eine ganze Menge Eisen dabei. Dann mache ich mich nämlich mal auf den Heimweg. Du bist eh schneller als ich. Ja. Ja, dafür baust du schneller ab. Das ist vollkommen korrekt mit den Bohrern. Die machen schon einen Unterschied. Wow. Ich fliege mit dem Hovergerät. Hui. Also so lange, bis wieder Boden kommt. Aber ich bin über den Berg gehüpft. Hüpfi. Huch. Nein, ich will nicht in die Richtung. Ich möchte in die Richtung. Go. Now. Okay. Ich habe nur noch 4,5 Kilometer nach Hause. Das ist halt, wenn man ein bisschen langsamer ist. Hier ist man, wenn man gegen irgendeinen Busch fährt mit dem Ding, dreht sich so um 90 Grad nach links oder nach rechts. Und dann kann man mit Das ist blöd. Und dann kann man hier mit dem doch sehr langsamen RCS sich wieder geradeaus drehen. Der RCS vom Schiff ist auch nicht gerade schnell. Ja, das kann sein beim Schiff, das ist mittlerweile so schwer, dass wir da ein zweites brauchen. Na komm. Nein, schon wieder irgendwo dagegen. Manchmal ist es ganz gut, dass es in dem Spiel so im Grunde keine Physik gibt. Ja. Weil gäbe es Physik, gäbe es mich nicht mehr. Das muss man einfach mal so sagen. Und hupf. Berg. Mehr Berg. Und drüber hüpfen. Tada! Ich bin wieder zu Hause. Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal. Ja.
das Ding Strom aus. Und dann laden wir direkt mal ab, weil... Oh, nein, nicht Strom aus. Nochmal Strom an. Muss ja also umladen. Habe ich die jetzt alle leer gemacht? Nein. Jetzt sind alle leer. Jetzt Strom aus. Top. Heißt, ich habe jetzt wieder zurückgebracht 174. Das ist gar nicht mal so viel. Nee, nicht so. Dann kann ich jetzt nämlich noch die zweite Minigun herstellen, weil an der hat es nämlich gefehlt. Und dann vermutlich auch noch Munition, weil die hat, die ist mit Sicherheit auch nicht komplett durch, ne? 1794 Schuss, okay, doch, die ist durch. Minigun Turret wird produziert. Okay, dann gehe ich nämlich jetzt mal da hoch. Ach so, ich wollte jetzt gerade am Schiff weiterarbeiten, bis du wieder da bist. Ja. Macht Sinn. Nicht so. Ja. Das Schiff ist nämlich erst halb voll. Aber dafür ist die Ader fast leer. Ja, dann esse ich mal was. Wenn wir noch was da haben. Ja, haben wir. Mach mal da noch. Ein paar Steaks. X. Steaks. Weil die Salami will ich jetzt im Moment nicht verbrauchen. Wow, wir werden von den Talon angegriffen. Also, sagt er. Sagt er. Kill all Shamans. Wir müssen Schamanen umbringen. Ja, das Schiff ist gerade nicht da, das ist... Blöd. Ein Talon weniger. Ich werde gerade die ganze Zeit vor irgendwas angegriffen, was ich nicht sehe. Oh. Das ist irgendwie blöd. Das ist ja, aber da ist eh fast nichts mehr drin in der Ader. Das sind gezähmte Talonspinnen, die uns da angreifen. Ja. Was ist los mit denen? Ja, halt echt. Was ist mit denen? Das Dumme ist, sie werden mir auf der Map nicht angezeigt. Sie sind einfach plötzlich da. Spawnen von den Schamanen. Ich muss die Schamanen finden. Die müssen ja dann irgendwo sein. Ich kann jetzt hier nicht rumrennen und die Base 29 Minuten lang verteidigen. Bin schon unterwegs.
gehe zum Schießen jetzt aufs Dach, weil dann sehe ich die vielleicht auch. Oder auch nicht. Alter, ich sterb gerade. Nicht sterben. Ich versuch's. Problem ist, ich bin am Meinen gestanden, dann wurde ich von der großen Spinne angegriffen. Hat einen Giftstatus, der Giftstatus ist ausgelaufen, jetzt habe ich einen Organversagen-Status. Oh, schön. Dinge, die man unbedingt braucht. Ja. You were killed by a disease. Ja, das ist blöd. Ja, in der Luft. Das ist noch viel blöder. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist ruhig, aber nein, dann spawnt schon die nächste Spinne. Nice. Wenn man spawnt und instant einen Broken Bone Debuff kriegt. Das Spiel mag mich heute nicht. Scheint so, ja. Und das Schiff hängt in den Baum drin. Kommst du noch ran? Ja. Das ist gut. Vorteil ist, durch den Base-Angriff gerade kommen wir an eine Menge Fleisch und Zeug. Schiff ist unbeschädigt. Nice. Das wenn wir in Space Engineers, wäre das schon weg. Vermutlich. Ja. Ich sehe den Base-Marker nur nicht mehr. Warum auch immer. Brauchst du einen? Ich wüsste gar nicht, wie ich dir einen geben soll. Und hat... hat nichts geändert. Ich will wissen, wo die Schamanen sind. Ich sterb gleich wieder. Durch den gebrochenen Knochen, oder was? Ja. Boah. Ich werd angegriffen und du... Okay, jetzt suche ich den Schamanen. Das ist mir jetzt egal. Ich nehme sie voll, Digga. You died of blood loss, okay. So. Jetzt bin ich diesmal bin ich ohne Todesurteil gespawnt. Also soll es gehen. Wo ist der Pisser?
Unsere Base hält sich hoffentlich gut. Ich habe hier einen Marker auf der Karte mit einer Fahne. Und ich höre etwas, aber ich sehe nichts. Ich sehe dich da kämpfen, da hinten. So, wo ist denn der Schamane jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist ja mein Problem. Ich habe hier einen Marker auf der Map. So eine Fahne, okay. Eine grüne. Eine Spinne. Unsere Base wehrt sich auch. Kann nicht sein, dass es der Baum ist. Hallo, Schaman. Ja, das steht an der Flagge dran. Tatsache. Hab mal den Baum abgerissen. Ja, jetzt wird's ein bisschen heller. Vielleicht steckt er da im Busch fest oder so. Ist tot. Ich verstehe es echt nicht. Ich mache hier mit Absicht schon alles weg. Ob er vielleicht irgendwo festbackt. Okay, noch für 19 Minuten müssten wir die Base verteidigen. Das Schlimme ist, ich höre ihn hin und wieder. Na, ja, ich auch. Willst du vielleicht am Schiff mal die Lichter anmachen? Mit L? Ah. Genau. Vielleicht siehst du dann was, was ich nicht sehe. Ich such den Honk mal. Er muss ja irgendwo hier sein. Kann ja nicht sein, dass der nicht da ist. Weil das ist ja... Wo ist er? Hier ist er nirgends. Oder ist der. War das der ursprüngliche Marker und der hat sich weiter bewegt? Okay. Aua. Ich wurde vergiftet. Nicht gut. Das killt einen.
Aber wir haben auf der Base entsprechendes Medikamentenzeug. Ja. Bleib mal hier und guck mal, ob der irgendwo noch auftaucht. Oh wow. Ich kann jetzt nur noch gehen. Dank der Vergiftung. Ja, ich habe noch 100 Meter. Füllt sich's auf? Nein. Jetzt komme ich wieder in Base, ne? Dann bin ich ja zumindest durch die Base verteidigt. Komm schon. Komm schon. Lass mich in unsere Base. Unsere Medikamente sind im Kühlschrank, ne? Haben wir Medikamente? Wenn, dann im Kühlschrank. Antitoxic Ointment. Haben wir. Ja, das kommt am ehesten hin. Jupp, hab's. Das war das Richtige. Okay. Unseren Waffen scheint die Munition auszugehen. Welche Munition brauchen die? Die 15 mm, gell? Ja. Okay. Dann. Ah ne, in der Ammo-Box hat's noch. In der Ammo-Box hat's noch. Ausreichend. Was soll das? Noch 14 Minuten. Müssen wir durchhalten. Alle Schamanen steht. Sind also mehrere. Ja, scheint so. Ich habe aber noch nicht einen einzigen gesehen. Ich renne hier halt rum und loote die Typen. Ja, aber im Schiff ist fast keine Munition mehr drinnen, also. Davon ging ich jetzt aus. Und dann halten wir einfach nur ein paar Minuten durch. Ja. Der hat mich übel erwischt. Angeblich ist der Schamane jetzt bei uns in der Base. Okay. Also dort Karte. Oh! Hm? Hier liegt ein toter Talon Guardian. Ja, da liegen viele. Oh. Die spawnen alle neben unserer Base. Ach so. Du hast am Schiff dich dann gelassen. Wollte ich mal erwähnen.
Ja. Okay. Das ist soweit auch okay. Das kann ich gleich wieder. Nein, nicht das. Das kann ich da reinwerfen. Das gibt noch ein bisschen Health. Wann sind die 14 Minuten um? Komm schon. Lass uns das voll durchziehen. Der Pisser hat mich verletzt. Geht ja nicht. Was erlaube Strunz? Okay, also ich muss ja jetzt zugeben, wir hatten ja schon viele Angriffe, ne? Viele, in Anführungszeichen. Aber so einen noch nicht. Ne. Vor allem ist er so. Ich weiß nicht. Dank. Ja, du kannst ja auch irgendwie. Klar, du sollst die Schamanen umbringen. Das ist ja schön. Aber. Wo sind die? Ah! Ah. Was zum. Ja, ich sag ja, die spawnen direkt neben unserer Base. Okay, lass mal gucken. Okay. In der Richtung von dem Konvoi, da waren doch auch die paar Talon. Die sind da immer noch. Wenn man da hinläuft, wird auf einen geschossen. Mhm. Aber die sind nicht die Schamanen. Nee. Wow, das Zeug spawnt und ist instant tot. Ich habe nebenher noch ein, zwei Blöcke repariert. Sonst ist hier eher ruhig. Vorteil ist auch, es gibt eine Menge XP. Nachteil ist, man muss immer wieder warten. Steht da irgendwo irgendwas, wie. Wie lange das dauert? Es wird nur hin und wieder mal gesagt. Ja. Man kann sich so Stats, wann man angegriffen wird und so, ja anzeigen lassen. Statistics. Base Attack. Talon, now. Ja. Und das war's. Mehr Info ist nicht. Na gut.
Also sie greifen jetzt an, übrigens. Das war noch ein Guardian. Die haben einen Haufen Kräuterzeug und Dings. Ne, hier. Pflanzensetzlinge dabei. Mhm. Das ist richtig gut. Dann können wir uns ja ordentliches Essen wachsen lassen. Irgendwann. Essen wachsen lassen. Ja. Ja, so ein Fleischbaum und. Wir können ja so einen Pflanzbereich bauen auf dem Schiff. Ja, dachte ich. Wenn es eine mobile Base werden soll, muss sie auch mobil dafür sorgen können, dass wir überleben. Ja. Würde ich sagen. Ist richtig. Können wir mehr? Info? Nein. Attack ist immer noch now. Na komm, spawn. Das ist bei dir. Da rennst du immer noch da drüben bei dem Schamanenflaggen-Ding rum. Ja. So. Come on. Nein? Hallo. Oh. Der hat mich auf die Entfernung sogar getroffen. Pisser. 4 Minuten noch. Ja, wenigstens eins, ein gutes Zeichen. Ja, nochmal 20 würde ich das nicht mitmachen, ey. Ja. Komm schon, 4 Minuten. Geht da noch was? Dann machen wir mal was anderes. Bringt nichts. Leider. Weil wenn da ein Schamane ist, dann ist der irgendwie verpackt. Davon ging ich jetzt aus, ja. Du bist 40 hier. Fleisch. Ja. Ach, du hast die ganzen Spinnen abbekommen. Ja. Ich habe mir meine Sniper Rifle gemacht. Ja. Bisschen rumsnipern. Loot. Okay, mit der Sniper einen ordentlichen Treffer, dann
Mach die richtig ordentlich Damage. Na, wann sind die 4 Minuten um? Sollte definitiv nicht mehr lang gehen. Nee, lang kann es nicht mehr gehen. Na komm. Spawn halt nochmal einen. Der war bei dir. Da war einer bei mir. Komm schon. Der war nochmal bei dir und den höre ich. Na? Also ich muss zugeben, diese Angriffsart finde ich etwas merkwürdig. Vielleicht habe ich es aber auch noch nicht ganz verstanden. Könnte auch sein. Also die 4 Minuten sind übrigens rum. Seit einer Minute. Ich habe mich mal auf den Timer festgesetzt. Ah. Congratulations. Okay. Ich höre aber immer noch Spawns. Oh. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben sie verteidigt. Yay. Yay. Also es war jetzt mehr Extended Looting. Ja. Schon. Weil wir haben jetzt eine Menge Pflanzenprotein. Wir haben eine ganze Menge Samen. Auch für Aloe Vera. Für blaue Paprika. Blaue Paprika. Für Mais. Für... Ich weiß die Übersetzung nicht auswendig. Für Kürbis. Für Weizen. Ja. Ja, doch. Pilz, 43 Fleisch insgesamt. Die Ausbeute ist jetzt nicht so schlecht. Und wir haben noch die 11 Energy Bars. Die gab es ja auch raus. Verbände. Haben wir so den ein oder anderen dazu bekommen. Mit 22 Stück momentan. Was man aus den Alien-Teilen mit den Alien-Zähnen macht, das müssen wir auch irgendwann noch rausfinden. Da haben wir auch eine Menge davon. Aber ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Boah. So. Hast du auch das Schiff unbeschädigt zurückgebracht? Ja, hast du. Prima. Dann würde ich nämlich mal sagen, wir haben heute ein bisschen überzogen, aber... Wir bedanken uns trotzdem bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.